Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video werden wir weiterhin üben, quadratische Terme in Linearfaktoren zu zerlegen und so die Lösungen von quadratischen Gleichungen zu berechnen. Dafür solltest du den Inhalt vom letzten Video gut verinnerlicht haben und immer wenn du unsicher bist oder wenn du nicht mehr weißt, wie geht das nochmal, kannst du gerne dieses Video stoppen, das letzte Video nochmal durchdenken und anschauen und dann erst wieder zurückkommen auf dieses Video. Ja, also A haben wir im letzten Video gemacht. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Beispiel. Ja, zerlege den linken Teil in Linearfaktoren und ermittle die Lösungsmenge. Okay, also wir wollen den linken Teil etwa in diese Form bringen und wollen wissen, was minus x1 und minus x2 sind. Wenn man die miteinander addiert, kommt man auf p, also auf 8. Wenn man sie miteinander multipliziert, kommt man auf q, also plus 15. Ich habe schon im letzten Video gesagt, es ist immer praktischer, die Multiplikation zuerst zu bedenken, insbesondere weil alle Lösungen ganzzahlig sind. 15, da gibt es im Prinzip vier Möglichkeiten, nämlich 15 mal 1, minus 15 mal minus 1, 3 mal 5 und minus 3 mal minus 5. Und naja, um addiert auf plus 8 zu kommen, wird es wohl plus 3 und plus 5 sein. Weil minus 3 und minus 5, da kommt man ja auf minus 8 und das wollen wir nicht. Also unser Kandidat x plus 3 mal x plus 5. Zur Sicherheit werden wir das noch ausmultiplizieren, kommen auf das und sehen schon, 3x plus 5x, das ist ja 8x, also das passt. Unsere Linearfaktorzerlegung hat gepasst. Wir wollen nun noch die Lösungen ermitteln. Dazu schauen wir uns den Teil an, weil der Produkt-Nullsatz sagt ja, dass dieses Produkt nur dann 0 sein kann, wenn mindestens eines der Faktoren 0 ist, also entweder x minus 3 ist oder x minus 5 ist. Genau. Und das 0, und der Nuller steht ja hier. Ne? Also das Ganze ist ja immer noch ist gleich 0. Ja, das heißt, wir haben die zwei Lösungen, minus 3 und minus 5, und sind schon am Ende dieses Videos angelangt. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.